So hat sich Mrs. Bella ihren Miniurlaub wohl nicht vorgestellt. Denn wenn man schon Urlaub macht, dann möchte man schlafen und entspannen, das Leben genießen. Doch all das hat die YouTuberin nicht erlebt. Stattdessen gab es in der Nacht mehrmals einen Feueralarm und immer wieder musste sie aus dem Hotel raus. Sie glaubt, dass es dadurch kam, dass jemand geraucht hat und somit den Feueralarm immer wieder ausgelöst hat. Total genervt erzählt sie davon und zeigt auch ein paar Ausschnitte von der Nacht. Ob sie da jemals wieder übernachten will, das kann man bezweifeln. Hier gibt es auch ein Statement von ihr dazu. Good morning. Es folgt ein kleiner Auszug aus meiner Nacht heute. Again, fire alarm. Please leave the building at once and without delay. Use the nearest exit. Und das Ganze ist dann nochmal um 6 passiert und nochmal um 7. Und ich dachte erst, Alter, warum macht ihr keine Tüte auf euren Rauchmelder, wenn ihr im Zimmer smokt? Das lernt einfach jeder in Lorette Mar mit 16 Jahren. Aber jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob jemand im Zimmer geraucht hat. Erst hieß es, es war so, aber dreimal hintereinander in so kurzer Zeit, Leute, die Nacht war wirklich Horror. Horror. Ey, immer wieder einschlafen und dann wieder aufwachen und ich konnte dann nicht schlafen. Also ich habe vielleicht heute 4 Stunden geschlafen oder so und das ist echt eine eklige Zeit. Aber ich fahre jetzt gleich zur Entspannung. Wohin? Zeige ich euch dann auch noch gleich wohin und ich freue mich und wir haben schönes Wetter und deshalb bin ich happy. Wie findet ihr das, was Mrs. Bella passiert ist? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zusehen.